Ja, zum ersten Mal gefastet. Für mich ist irgendwie bemerkenswert leicht gefallen. Also so für die ersten Erfahrungen war es wirklich perfekt. Ja, also einfach alte Dinge loszulassen, mehr Erfahrungen generell in der Rohkost zu machen, mich mit Leuten auszutauschen und im Prinzip Leute zu treffen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind oder auch nicht so weit und ja, einfach generell der ganze Austausch war eigentlich so die Haupterwartung und natürlich hier, also so im Dschungel in Sri Lanka ist natürlich auch optimal also, und relativ schön hier und da fällt es einem natürlich alles viel leichter und das Hauptding ist, ich wollte immer Fasten mehr oder weniger über den Fasten Erfahrung machen, weil ich zum ersten Mal gefastet habe und ja, also der ganze Austausch und alles, ja. Ja, war der Gruppenzusammenhalt, dass jeder sich sehr geöffnet hat. Es war einfach schön zu sehen, dass jeder offen ist für Veränderung. Mir ist selber auch um einiges leichter gefallen, wenn man sieht, einfach, dass andere Menschen auch ja, so mit dieselben Dingen kämpfen oder mit dieselben Dingen sich im Leben so rumschlagen. Und ja, also durch das hat mir auch sehr erleichtert, muss ich sagen. Und, ja. Ja, empfehlen würde es jedem, der bestimmte Dinge einfach wirklich gewillt ist, in seinem Leben zu ändern, der mehr Ernährung, also ernährungstechnisch sich weiterentwickeln will, im Prinzip seine Erfahrungen austauschen möchte und ja, vor allem Leute, die halt eventuell so am Scheideweg stehen und einfach dass sie ein Leben also selbst in die Hand nehmen wollen und ja, positiv weiter in die Zukunft blicken zu können und ja, und sich selbst einfach generell, also für Persönlichkeit und einfach für die Weiterentwicklung hat es mir sehr geholfen und muss ich echt sagen, also für das kann ich jedem empfehlen, für was irgendwas in meinem Leben ändern will und sei es ganz egal, meditationstechnisch oder jeden, der was einfach auch Erfahrungen machen will, sprich im Fastenbereich oder sonst einfach ernährungstechnisch noch weiterkommen will und ja, also für im Prinzip jeden, der was sich weiterentwickeln will, von sich aus oder von seiner Persönlichkeit her. Ja, zum ersten Mal gefastet. Für mich ist irgendwie bemerkenswert leicht gefallen. Ja, durch andere Teilnehmer bin ich auch sehr motiviert worden und habe dann sogar einen Tag mehr genommen. Hatte ursprünglich im Kopf, dass ich 3 Tage lang Kokosnusswasserfasten mache und habe das aber dann auf eine Kokosnuss pro Tag reduziert. Und ja, sonst eben 1 bis 1,5 Liter Wasser am Tag getrunken und es ist bemerkenswert, hat es gut funktioniert oder ja, mir ist relativ gut gegangen und ja, war selber ein bisschen erstaunt. Und ja, also so für die ersten Erfahrungen war es wirklich perfekt. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen länger sogar durchhalten würde oder länger machen könnte. Und ja, durch den ganzen Gruppenzusammenhalt ist mir das irgendwie sehr leicht gefallen. Cool. Ganz schöne Erfahrungen. Danke.